Hallo. Sie haben da was verloren. Ich war. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen Spiel von itch.io mal wieder. Es heißt Lamppost. Ich habe vorhin gelesen, worum es geht, aber ich habe es ja vergessen. Aber es war nur eine Zeile. Ach ja, es ist ein SCP ist entflohen. Recent SCP activity was discovered by locals in the middle of the Thornwoods. Also diese SCP, ich bin nicht ganz so in der Materie. Das sind diese, es ist ja erfunden, ne? Dass diese Viecher, jedes dieser, ich weiß auch nicht mehr, was SCP heißt, es tut mir leid. Es sind halt so Monster und die sind in einem, das ist so, ah, ich erzähle schon mehr Quatsch, ich bin beim dritten Kaffee. Auf jeden Fall ist ein so ein Vieh wohl entflohen und eins wurde halt gesehen mitten im Wald von Thornwood, also im Thornwood Forest. Mein Gott, es ist übrigens 6:30 Uhr morgens, sonntags. Also hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Contact the SCP Foundation to deal with the aftermath. Also die Behörden haben die SCP Foundation, das ist glaube ich diese Behörde da, wo diese Viecher sind, kontaktiert. A random lamp post. Also reden wir wirklich von einer Straßenlaterne. Is currently under supervision of Team Alpha. They are heading towards the location in order to conduct a research and give further answers to this anomaly. Based on the rumors, the lamppost uses energy around itself. Also basierend auf den Gerüchten nutzt diese Laterne, das heißt doch Laterne, oder? Ich hoffe, ich hatte sie erkannt. Nutzt diese Lampe Energie um sich herum. Uses energy around itself, consuming anything that comes in contact with it. Also alles, was mit der Lampe da in Kontakt kommt, da zieht er die Energie raus. Drücke Enter, um fortzufahren. Ich bin übrigens um 4:45 von der Couch gefallen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es ist Sonntag. Dr. Hayden, our interest suggests that this is a Keter Class. Ich weiß auch, kenne auch leider diese Klassifizierung nicht, ne? Keter Class. SCP, which means that it is difficult to contain. Also es ist schwierig, das halt jetzt wieder einzufangen. We should be very careful while observing this object. Wir sollten sehr vorsichtig sein, während wir dieses Objekt observieren. SCP-XX. X doesn't seem to show any signs of mobility. Also sie scheint sich nicht zu bewegen, but is somehow capable of disappearing from one location to another in a matter of seconds. Die bewegt sich zwar eigentlich nicht, aber ist in der Lage, von einer Sekunde auf die andere ihren Ort zu wechseln. Ah, ich hasse so viel Texten, das am frühen Morgen. You can clearly see that we are surrounded by forest. Du kannst deutlich sehen, dass wir umgeben sind von Wald. Yet the objects in this area appeared from unknown location. Yet the objects in this area appeared from unknown location. We must contain it. Ja, wir müssen, das können wir jetzt mal bitte nicht nur reden, sondern mal machen. Hier, this is analog Multimeter. Das ist ein analoges Multimeter. Also hier, da. So. It is used to measure electrical quantities like frequency signals etc. Use it to find those objects. Es ist schon wieder, es war zu viel Text für mich. Ich brauche irgendwie so ein stupides Game, wo du einfach nur drauf los hops, mit hopsen, ne? Also springen ist wichtig. Ich kann bestimmt nicht springen. Use it to find those objects affected by lampposts and collect them. Also wir müssen dieses Ding hier, da benutzen, um Objekte zu finden, die von dieser Lampe
Also, irgendwas ist mit dem. Kann ich jetzt bitte mal? I will be checking for other anomalies as well. Schon wieder Anomalien. Dr. Cooper will observe us just in case if anything happens. So, Dr. Cooper passt hier auf uns auf, falls irgendwas passiert. Und, weiß nicht, sind wir das? Wir checken wegen Anomalien. And Dr. Thorne will provide us with medical help if we need any. Und Dr. Dorne passt auf und hat Medizin. Ah. Sammle mindestens 5 samples, report to Dr. Cooper and afterwards we can discuss the discoveries together. Also 5 Dinge hier sammeln und Dr. Cooper Bericht erstatten. Stay vigilant. Ich kenne das Wort wieder nicht. Aber wahrscheinlich hier ist er vorsichtig. Avoid interactions with the lamppost and Glocke. Vermeide Interaktionen mit der Straßenlaterne. Und viel Glück. Darf ich jetzt, bitte? Ich darf mich wegen. Okay, ach so, wir sind nicht Dr. Hayden. Ich kann nicht springen. Ich kann rennen. Warte, dann bin ich Dr. Cooper. Ich habe vergessen, was Dr. Cooper macht. Hallo. Oh. Regular looking lamppost, right? Except this. It's like. Hallo. It's light glows more intensely, but spawns a smaller range. We must be very careful with that. I already feel uncomfortable. Ja, das sieht aus wie eine normale Lampe, ne? Außer, dass sein Licht ein bisschen mehr intensiv leuchtet. Aber in einer kürzeren Reichweite müssen sehr vorsichtig sein. Ich fühle mich sehr unkomfortabel im Moment. Und du? Hast nichts zu sagen, ja? Eine Diskette? Huch. Ich habe Kaffee gefunden. Apropos, trinken wir mal einen Schluck. Alle gerade mal bitte einen Schluck trinken, egal ob Kaffee oder was anderes. Trinken ist wichtig. So. Also ich kann Sachen abscannen. Ganz schön viel Kram rum, ne? Oh, was ist denn hier los? Das ist egal, ja? Okay. Das macht nichts, gut. Achso, Task. Sammle 5 Objekte. Oh. Ich habe da jetzt was eingesammelt. Okay. Oh, hallo Lampe. Ja, okay, bleiben wir mal da weg. Das ist aber eine große Flasche Alkohol. Okay. Da habe ich jetzt 3, glaube ich. Riesenpilze, alles ganz normal. Schienenmüllsäcke, alles ganz normal. Ich kann hier einfach wieder fahren. Ich kann auch nicht weglaufen. Hä? Was habe ich übersehen? Ach so, ich bin noch jemand anders. Das ist Dr. Cooper. Hallo Dr. Cooper. Oh. We collect the samples. We should not stay here for long. The SCP radiation can be harmful. Collect the samples and report to me afterwards. My head is killing me. Also hast du schon die Samples hier gefunden? Wir sollten hier nicht so lange bleiben. Die Lampe da ist gefährlich. Sammel die Proben. Proben, nicht Samples. So, ich kam nicht aufs Wort. Und
gibt mir das dann und er hat Kopfschmerzen. Ja, irgendwie. Hallo. Noch so ganz kleine Fitzel am Boden. Nee. Nee. Oh, was ist das? Oh. Waren das jetzt 5? Nee, ich glaube, das waren 4, ne? Ja, ich laufe nochmal hier entlang. Nö. 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 Gucken, ob ich 5 habe. Hallo? Ja, nee, okay. Dann suche ich halt nochmal. Warten. Wo denn? Oh. Ah. Dr. Cooper. Beeindruckende Arbeit. We need to pack those things and get them back to the lab to ensure their safety. Wir müssen die Sachen jetzt hier zusammenpacken und zum Labor bringen, damit sie sicher sind. Not to mention, this area is very dangerous for us. Das war nicht, das muss ich ja nicht erwähnen, dass hier die Umgebung für uns auch sehr gefährlich ist, ne? Do you not wonder where are those objects coming from? Wunderst du dich übrigens nicht, woher diese Objekte kommen? Nö, das ist hier einfach so. The entire road is closed. We barely got in with the van. You saw that too, right? Die gesamte Straße ist geschlossen. Wir sind hier ja kaum mit dem Van reingekommen. Das hast du auch gesehen, ne? Niemand ist erlaubt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wer bist du? Hallo? No one is allowed in this area yet. There are so many objects in here. Niemand ist erlaubt, hier in dieses Gebiet reinzukommen. Und hier sind so viele Objekte. Kann es sein, dass der SCP diese Objekte von irgendwoher hierhin bewegt? Vielleicht von einer anderen Dimension. Your analog multimeter is picking up. Das Ding hier unten nimmt hohe Frequenzen auf. Die Lampe. Dr. Vaughn? Steht so ein bisschen nah dran. Hallo? Oh Gott. Gott sei Dank hat das Geräusch aufgehört. Auf dem halben Weg nach draußen, was zur Hölle. Ich kann immer noch nicht springen. Oh, ein langer Zettel, wie schön. Datum ungewiss. Interessiert mich auch nicht. We discovered something out of this world. Wir haben hier. Okay, warte, ich lese das mal. It is a regular lamppost emitting a dim light. Anyone who tried to get close to it vanished in front of our eyes. Oh. Wir haben hier etwas out of this world, ja. Ne? Es ist eigentlich so eine Lampe, die so ein bisschen gedimmtes Licht macht, aber jeder, der versucht näher zu kommen, der verschwindet einfach vor unseren Augen. Meine Theorie ist, that this vortex of photons, oh ja, komm, pack mir doch so ein paar Physikvokabeln da rein, die ich bestimmt kenne. The vortex of photons create a dimensional bridge between our reality and something else, a dark place where time is non-existent. Also meine Theorie, wer immer das sagt, ich kann mit der Maus nicht die Zeile festhalten. Meine Theorie ist, dass das hier so eine Dimension ist, als Brücke zwischen der Realität und irgendwie so einem dunklen Ort oder irgendwas, wo Zeit nicht existiert. Die Lampe wird aktiv, when there is a surge of
electricity around. Also wenn da irgendwas mit Elektrizität drumherum ist, after that it started emitting strong light. Danach entwickelt das ein starkes Licht und wenn jemand dann die Lampe anfasst, dann pause the object und dann verschwindet die Lampe und das Objekt. Ich war aber nicht an der Lampe dran, da war ein komischer Kerl im Hintergrund. Rechten Mausbutton, okay. Oh, das scheint ja gut auszugehen hier. Ha. Ha. Nee. Tschüss. Hallo. Ich war drauf. Passt aber irgendwie auch wieder nicht. Anscheinend. Hallo? Okay. Nein, ein Labyrinth. Warte, was hat die Peri mir mal gesagt? Halt dich immer rechts. Okay, immer rechts. Irgendwann kommst du ans Ziel. Oh. Koko. Okay. Ich gehe immer rechts. Ich gebe mal einen Zettel. Oh ja, bitte lass mich einen Zettel lesen. Oh. To any observing this, it will look like a personal dark figure and in the blink of the eye it will vanish but appear once more. We call it the photon shadow, which was created by this lamppost. Okay, also dieser Kerl, der hier rumläuft, ist halt eine dunkle Figur und mit einem Wimpernschlag ist er wieder weg, aber er wird wiederkommen. Und ich weiß nicht, wer wir sind, nennen ihn den Photonenschatten, der wahrscheinlich von dieser Lampe kreiert worden ist. It is always around the corner, er ist immer um die Ecke. It makes you think of a place where you feel safe. And it will trap you there forever without realizing that your flesh does not. But bitte was? Es ist immer irgendwo um die Ecke und es wird dich dazu bringen zu denken, an einen Ort zu denken, einen Ort, wo du dich sicher, a place where you feel sicher fühlst und es wird dich dort für immer festhalten, ohne dass du ohne dass du realisierst, dass dein Fleisch nicht länger zu dir oder dir gehört. What? Okay. Verlasst euch nicht so genau auf meine Übersetzungskünste. Ha! Dr. Hayden. Sie haben da was verloren. Dr. Hayden ist wohl beschäftigt. Immer rechts entlang, da ist eine Tür. Hier steht doch jetzt bestimmt wieder der Kerl irgendwo. Oh, guck mal, ein Tape. Oh, ein Zettel, wie schön. Sometimes the lamppost can make a choice. It can trap the person forever in time or return them back. Oh, okay, also diese super krasse, supi Straßenlaterne kann entscheiden, ob es die Person für immer hier in diesen komischen Ort packt oder sie wieder zurückbringt. Keiner weiß, was mit denjenigen passiert, die zurückkehren. But one thing is clear that those people are not the same. Okay, aber die zurückkehren, sind nicht mehr so, wie sie mal vorher waren. Only the abandoned souls can hear the shadows. Nur die verlassenen Seelen können die Schattenfigur hören. It whispers, flüstert deinen Namen. It suffocates it. Was heißt nochmal? Suffocate? Suffer, leiden? Nein, egal. Your flesh and feeds
you with hope und fütter dich mit Hoffnung. When it's done, there is nothing left for you. Wenn das geschehen ist, gibt es nichts mehr für dich. Okay. Klingt ja sehr hoffnungsvoll. Ich hasse solche Dinger. Ihr habt gesagt, immer rechts entlang, ne? Also Peri hat das gesagt. Hallo. Oh, heilige Lampe. Lass mich wieder nach Hause. Ich werde ab heute Straßenlaternen mit einem ganz anders sehen, betrachten. Hier war ich doch schon, ne? Das war der Anfangszettel. Hier war ich doch schon. Oh, es arbeitet mit Elektrizität um sich herum. Wieso habe ich das eingeschaltet? Es geht nicht mehr aus. immer rechts entlang, hatte ich gesagt gehabt, ne? Aber da war ich ja, hier war die Lampe, oder? Hier war die Lampe. Gott, ja, Orientierungssinn, ne? Ihr wisst, das kann ich so gut. Finde einen Weg hier raus, ja. Schön. Kann ich die Tür benutzen? Ah. Muss ich jetzt vielleicht den auch anmachen? Oh! Ich war. Verstehe, wollte ich sagen. Ich hasse dich. Ah, ich dachte, der geht einfach nur weg. Nein, der ist auf mich so gesprungen. Was soll denn der Scheiß? Jetzt hätte ich natürlich nicht aufgepasst. Bloß den Zettel habe ich gelesen, ne? Ja, er ist immer irgendwo um die Ecke. Ja, habe ich gemerkt. Ja, ich habe mich schon wieder vor Dr. Heiden erschrocken, der sein Auge da liegen hat. Kann ich Coco Coco anmachen? Hallo, oh, liebe Lampe. Oh, hallo. Ach, das stand da oben auch. Okay. Danke, heilige Lampe. Oh. Okay. Ich hab's wieder rausgeschafft. Yay. Special thanks to you for playing. Yay. Press escape to exit. Ja, okay. Also falls wir jetzt da direkt rausgeworfen werden. Ah, das Spiel sollte 15 Minuten dauern. Ich habe länger gebraucht. Ich halte mich da immer für doof. Aber gut. Ja, kurzes, kleines, kostenloses Spiel. War ganz lustig. Ich bin nicht so ganz in dem SCP-Ding drin. Es ist nicht so meins. Also ich habe mich da aber auch ehrlich gesagt nie so doll mit beschäftigt. Aber ich finde es, also ich weiß, es wird immer irgendwie erweitert und das ist ganz cool so, aber halt nicht meins. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.